Podolski zu Jabre, da Hut steht vor Verlängerung und Messi versus Neymar. Das ich dem sage ist, mein Name ist Nico, Freunde, los geht's. Lukas Podolski, mit 36 Jahren geht es endlich in die Extraklasse zu Górnik Zabrze, dem Verein, von dem er immer gesagt hat, dass er sich absolut vorstellen kann, in Polen nochmal für ihn aufzulaufen. Für mich ist zum Beispiel nach wie vor eine Option, dass ich zum Ende meiner Karriere noch einmal nach Polen gehe und bei Górnik, meinem Verein in Polen, spiele, hat er 2016 schon gesagt. Podolski kommt ja gerade aus der Türkei, über die Vertragslänge ist nicht bekannt, die Gerüchte besagen ein Jahr und klar ist, ich hab Bock drauf. Endlich. Und es könnte der erste Weltmeister in der Extraklasse sein. Sind jetzt eher gefühlte Fakten, habe ich nicht wirklich nachgeschaut, aber lasst es mich gerne wissen, wenn ihr es wisst. Die letzten Wochen bei Mutterhut und dem BVB waren wichtig oder richtungsweisend, denn die Situation war relativ einfach. Dahut, Vertrag bis 22, entweder Abgang diesen Sommer oder Vertragsverlängerung. So einfach ist es. Nun soll man sich gestern auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt haben. Das soll laut den Ruhrnachrichten das Ergebnis eines langen Gesprächs zwischen Zorc, Kehl und Dahut sein. Der Deal soll in den nächsten Tagen verkündet werden. Leonardo Spinazzola war ja bei diesem Turnier, bei dieser Europameisterschaft, einer der absoluten Shootingstars. Der Außenverteidiger der Roma hat sich dann aber im letzten Spiel die Achillessehne gerissen und wird natürlich jetzt nicht nur für den Rest des Turniers für Italiener ausfallen, sondern dann auch diese Saison zumindest in großen Teilen für die Roma, und die brauchen einen Ersatz. Und laut Gianluca Di Marzio soll Mourinho jetzt ein Auge auf Rami Benzebaini geworfen haben. Der Gladbacher könnte also im Fokus der Roma stehen. Ob man sich dann irgendwie einigt, das ist eine andere Frage. Der erste Kontakt zwischen den Vereinen und zwischen Verein und Spieler, der soll bereits bestehen. Heute nicht so viele News zur Europameisterschaft, aber alles, was ihr wissen müsst, natürlich in der One Football App oder im Volkswagen One Hub. Diese Überschrift hier, oder in dem Fall Unterschrift, wobei es auch keine richtige Unterschrift ist, aber das hier sagt gerade, was ihr wissen müsst. Der Deal zwischen Sergio Ramos und PSG ist so gut wie fix. Es steht nur noch der Medizincheck aus und es gibt wohl doch 2 Jahre Vertrag für den Real Gott. Oh, bevor ich es vergesse, der Transfer von Achraf Hakimi zu PSG, der ist inzwischen durch. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist so ein bisschen die Financial Fairplay Auslegung von PSG. Brasilien hat die Weichen für das Copa-Finale zwischen Brasilien und Argentinien gestellt. Gestern konnte man im Halbfinale Peru mit 1:0 schlagen. Nun müssen die Argentinier gegen Kolumbien nachziehen und dann steht dem Riesenclash Messi versus Neymar nichts mehr im Wege. Bin gespannt. Jerome Boateng, gute letzte Saison, erfahrener Innenverteidiger, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und laut Sky-Experten sind nur noch 2 Vereine im Rennen um die ablösefreie Verpflichtung des Innenverteidigers. Und zwar die Roma mit Mourinho und Kovac mit Monaco. Andersrum wäre besser. Monaco mit Kovac. Dürfte also spannend bleiben. Diese beiden sollen die letzten beiden Optionen sein. Aber mal abwarten, ne? Weil ich sag mal so, niemand würde so gut in einem Inter-Miami-Trikot aussehen wie Jerome Boateng. Aber das ist nur meine Meinung. Das war's für heute, meine lieben Freunde. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.